Man muss sich ja auch komplett erklären die ganze Zeit, wenn man mal nicht trinkt oder so. Na, einen kannst du doch aber machen. Aber, oder ein Bierchen oder so. Immer wieder dasselbe. Boah, da musst du echt ein dickes Fell haben, da einfach nicht mitzumachen. Wann war dein allererster Partyabsturz? Party? Ich hatte nie eins. So mit Kotzen und so. Das ist derbe lange her. Da war ich 13. 14. 16, ich mit 18. Sehr spät. Ich habe wegen meiner Essstörung in meiner Jugend so gut wie keinen Alkohol getrunken, weil Alkohol hat viele Kalorien. Zum ersten Mal richtig betrunken war ich mit 21. Und das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, der kein Bier gewesen ist. Ich habe ungefähr so 1 Liter abgelaufenen Sangria getrunken. Wodka Multi. Da noch Tequila. Punsch mit Früchten drin. Und ich dachte mir, naja, ich trinke ja keinen Alkohol. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Ich esse einfach nur die Früchte. Das war tatsächlich auf meiner eigenen Homeparty. In einer Shisha-Bar. Auf so einer Grillhüttenparty. Am Ende des Abends habe ich auf der Tischtennisplatte geschlafen. Man konnte 2 Stunden lang so viel Kölsch trinken, wie man wollte. Und dann ging es natürlich irgendwann einfach bergab. Wir haben krass durcheinander getrunken. Das war gefährlich. Und ich hatte den Absturz meines Lebens. Meine Mutter hat nie was mitbekommen. Und dann kam ich so zu Hause an und meine Mom, sie wusste natürlich, was abgeht. Ich habe das erste Mal von dem Konzept eines Biertampons gehört. Das heißt, der Tampon wird mit der Flüssigkeit gefüllt und danach in eine Körperöffnung eingeführt, die man sich nun denken kann. Bitte macht das nicht zu Hause nach. Irgendwie hatte ich so einen Blackout am nächsten Morgen. Ich war in so einem Hostel und ich habe alles vollgekotzt und wurde dann rausgeschmissen, musste eine Geldstrafe zahlen. Ich habe mir einfach in die Hand gekotzt. Dann weißt du, scheiße, Mann, alle werden drüber reden. Fuck, was ist denn? Was wird passieren? Es wird so ein Dorfgespräch. Mir wurde gesagt, dass ich ohnmächtig geworden bin im Klo. Allerdings ist bis heute nicht ganz klar, ob da nicht vielleicht K.O.-Tropfen im Spiel waren. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, ob es nur Alkohol war, weil ich mich an gar nichts erinnern kann und dann nach Hause getragen wurde. Und ich hatte eigentlich nur so 2 Gläser getrunken und hatte dann aber einen richtig krassen Filmriss. Und andere Leute haben mich quasi auch als apathisch beschrieben. Also, dass ich eigentlich gar nicht richtig betrunken gewirkt habe oder so. Dann mussten die mich wirklich in die Badewanne schleifen und dann bin ich morgens aufgewacht und wusste nicht, was passiert ist. Morgens in meinem Bett wach geworden und war voll verwirrt, warum mein Bett nach Erbrochenem riecht. Und ich hab's gefilmt. Ich hatte eine VHS-Kamera dabei und habe 2 Stunden lang gefilmt, wie alle Leute kotzen. Und dieses Band gibt's noch und es ist wirklich intensiv. Ich hatte noch nie einen Partyabsturz. Ich trinke gar keinen Alkohol. Ich habe noch nie gesoffen. Ich habe noch nie Alkohol getrunken. Ich habe einfach nicht so Spaß daran, die Kontrolle zu verlieren. Mir schmeckt das einfach nicht. Und es macht auch was mit meinem Magen. Ich habe danach immer Dünnpfiff. Schon seit Jahren überhaupt nicht mehr. Wie kommt es, dass du kein Alkohol mehr trinkst? Seit ich 19 bin, bin ich sozusagen zum Islam konvertiert. So mit 16 habe ich dann zum Glauben gefunden. Und damit kam dann auch das Nicht-Alkohol-Trinken mehr. Ich bin bei meiner Mama aufgewachsen und sie kommt aus einem palästinensischen Haushalt, aber wir sind christlich. Und deswegen ist es für manche christliche Araber auch so ein bisschen identitätsstiftend, dass sie eben Alkohol trinken, um zu zeigen, so, wir sind keine Muslime. Hattest du so einen Auslöser, dass du nichts mehr getrunken hattest? Ja, ich hatte eine sehr schlechte Erfahrung, als ich sehr betrunken war. Und zwar war da ein Mann, also der wollte Sachen machen und Gott sei Dank ist da jemand zwischengegangen, aber dann hatte ich so dieses Gefühl, dass ich keine Kontrolle über meinen Körper hatte. Das hatte mir voll Angst gemacht und ich wollte nicht, dass mir das nochmal passiert. Das war echt ein sehr traumatisches Erlebnis. Also ich gehe auch jetzt seit fast 2 Jahren zur Therapie und das ist auch eine Sache, die ich dort halt besprochen habe. Es schmeckt mir nicht so, ich mag es eher so für diesen Rausch. Man muss sich ja auch komplett erklären die ganze Zeit, wenn man mal nicht trinkt oder so. Na, einen kannst du doch aber machen. Aber oder ein Bierchen oder so. Immer wieder dasselbe. Boah, da musst du echt ein dickes Fell haben, da einfach nicht mitzumachen. Und ich bin ja auf Klo gegangen und habe da nichts getrunken. Und dann musst du halt einfach dagegen halten und sagen, nee, ich will nichts trinken. Ich war früher auch die Person, so mit 16, die dann gesagt hat, trink doch mit. Solche Leute wie mich habe ich zum Glück nicht mehr in der Freundesgruppe. Wie bist du mit Alkohol aufgewachsen? Meine Mutter war immer so, ja, trink doch, wenn du willst. Also sie war da nie krass streng. Meine Eltern waren ziemlich streng. Und dadurch hatte ich aber auch nie so wirklich das Verlangen danach, weil es mir nicht verboten wurde. Und Alkohol gab es irgendwie nie bei uns im Haus. Ich glaube, es ist so ein bisschen kulturbedingt auf jeden Fall. Ich komme aus einer kurdisch-jesidischen Familie. Wie würdest du sagen, bist du mit Alkohol aufgewachsen? Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Bayern und
Du hattest quasi ja sowieso alles verboten, außer sich täglich die Hucke voll zu saufen. Und ich glaube, meine Bayernmäuse kennen das. Alle haben mit 14 Bier getrunken, die ich kannte. Viele auch schon früher. Bei uns war das sehr Standard, dass Alkohol gab. Dass auf Dorffesten nicht nur ein Sprudelwasser getrunken wird. Also es gab nichts zu tun, außer auf einer Kuh zu reiten oder sich halt mit seinen Freunden im Feld zu besaufen. Es war schon sehr präsent. Ich habe auch immer so gesagt, das sind meine bulgarischen Gene und war immer so voll stolz darauf, dass ich sehr viel Alkohol aushalte. Ab 16 war das irgendwie ein fester Bestandteil unserer Freizeitgestaltung. Ich bin mit einem Bezug zu Alkohol aufgewachsen, der safe einfach nicht gesund ist. In einer Gesellschaft, in der davon ausgegangen wird, dass Alkoholkonsum zum sozialen, gesellschaftlichen Leben so dazugehört. Gerade in Deutschland ist es ja so Monster akzeptiert, also ist ja gar kein Problem. Habt ihr euch schon mal so mittags um 11.30 Uhr so in den Bistro-Waggon im ICE gesetzt oder so? Da sind alle am Trinken, auch den. So Deutschland-Style, halt Bier ist irgendwie immer da. Ich hatte tatsächlich eine sehr starke Abneigung gegen Alkohol. Und zwar, weil jemand bzw. mehrere Personen in meiner Familie ein Alkoholproblem hatten, haben. Also die ersten unschönen Begegnungen mit Familienangehörigen, die ich dann als Kind betrunken nach Hause bringen musste, weil sie nicht mehr laufen konnten, ist mir dann irgendwann aufgefallen und das war einfach nicht cool. Und deswegen versuche ich auch auf meinen eigenen Konsum so ein bisschen zu achten, damit ich das nicht anderen Leuten antue, was ich erleben musste als Kind. Ich habe so in so im entfernteren Verwandtenkreis, den ich auch gar nicht so gut kenne oder kannte, Fälle von so Alkoholismus und Alkoholmissbrauch, wo ich auch relativ früh für sensibilisiert wurde, dass ich irgendwie auch auf jeden Fall früh die Kehrseite von Alkohol gekannt habe. Mein Opa war Alkoholiker. Ich kenne meinen Opa nicht und ich weiß von meiner Mutter, dass er kein aggressiver Betrunkener war, aber dass es schon eine Belastung für ihre Familie und auch ein Problem in ihrer Kindheit gewesen ist, dass sie mitbekommen hat, dass ihr Vater getrunken hat. Deswegen wurde bei mir im Haushalt gar kein Alkohol konsumiert. Ich bin mit 14 aus der Schule gekommen. Schule und Mobbing waren eine unglaublich schwere Zeit für mich und ich habe, weil es am einfachsten zu bekommen war, das Ganze in Alkohol ertränkt, was zu Tagen und Nächten gefolgt hat, in denen ich sturzbetrunken bei meiner Mutter zu Hause aufgetaucht bin mit, hey, ich habe schon wieder einen Verweis bekommen. Ich habe nach dem Schultag getrunken. Ich habe auch, während ich eine Ausbildung angefangen habe, haben wir uns vor der Ausbildung, also bevor die Berufsschule losging, zusammengesetzt und vorher noch einen Wodka O getrunken, weil man mit 17 dachte, das wäre eine wunderbare Idee, da es einem ja auch nicht wirklich anders vorgelebt wurde. Wie oft trinkst du jetzt mittlerweile Alkohol? Sehr selten. Ich habe mir für dieses Jahr wesentlich strengere Alkoholregeln selber auferlegt. Also wenn ich Alkohol trinke, dann mal bei einem guten Essen. Nicht mehr so oft wie früher. Wöchentlich ein bis zweimal. Also ich gucke, dass ich es am Wochenende höchstens einmal mache. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sollte weniger trinken. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich fast jedes Wochenende auf jeden Fall freitags in eine Bar gehe, da was trinke. Dann meistens noch mal am Sonntag beim Feiern ein paar Drinks. Das Schlimme ist, beruflich gesehen trinke ich Alkohol schon öfters, weil als Drag Queen die Leute immer glauben, sie müssen dir Shots ausgeben und es gibt überall Sekt, es gibt überall Backstage, irgendwas. Das heißt, es gehört schon zum guten Ton, mal anzustoßen. Aber ich versuche, das auf ein Minimum mittlerweile zu beschränken und ich gehe privat ja eigentlich gar nicht mehr fern. Das heißt, ich würde sagen, drei, viermal die Woche schon, aber immer nur so in kleinen Mengen. Ich glaube daran, dass ich eine Person bin, die keinen Alkohol braucht, um Spaß zu haben. Mal so ein Gläschen oder Feierabendbierchen ist ja easy, aber wenn du das Gefühl hast, dich oder deine FreundInnen betrifft Alkohol doch ziemlich doll und beeinflusst euer Leben, schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da haben wir einige hilfreiche Links verlinkt. Sehr cool, dass ihr reingeschaut habt und auch bis jetzt dran geblieben seid. Und wenn ihr noch mehr auf Klo sehen wollt, dann schaut gerne mal hier vorbei. Bis dann.